Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich muss jetzt gerade noch irgendwie eine Position finden, in der ich sitzen kann. Und jetzt. Also, heute ist mein Thema Wünsche, wo man eigentlich denkt, das ist eine gute Idee. Aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, man sich denkt, oh Gott, nein. Und ja, also, die Idee, wie ich darauf gekommen bin, ist, ich habe heute Mittag, da war es furchtbar Sonnenlicht. Und er hat mich einen Sonnenstrahl erwischt und ich war fix und alle. Also ich war wirklich total platt. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr aufstehen. Aber ich hatte dann Lust auf Waffeln. Und dann dachte ich mir so, wenn jetzt Mutti meine Gedanken lesen könnte, dann wüsste sie, dass ich Waffeln will. Und vielleicht würde sie mir dann Waffeln machen. Nur, das Doofe ist, als ich dann so mal nochmal 5 Minuten drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn Mutti meine Gedanken lesen könnte, dann wüsste sie jetzt auch all die Dinge, die ich mit 5 gemacht habe, wo ich nicht unbedingt möchte, dass sie sie weiß. Sowas wie die Löcher in der Wand mit Zahncreme füllen, an die Wand kritzeln, irgendwo Zeug verstecken. Meine besten Verstecke sind immer noch nicht aufgelöst. Da weiß ich nämlich nicht mal mehr, wo die Sachen sind. Dann wäre es natürlich wieder praktisch, wenn Mom Gedanken lesen könnte. Dann hätte sie gewusst, wo die Sachen sind. Und dann wüsste ich jetzt auch durch sie wieder, wo die Sachen sind. Ja, aber auch solche Sachen wie, ich wünsche mir zum Beispiel sei es ein Auto. Viele Leute sagen das, denken aber dann nicht an solche Sachen wie ein Auto kostet ja Versicherung und einen Schuss halten, das Benzin kostet und diese ganzen laufenden Kosten, die sind ja auch furchtbar. So wirklich viel Geld muss man da rein investieren und dann ist man halt mobil, aber man muss eben auch wirklich viel Geld dafür ausgeben. Oder sowas wie, ich wünschte mir, mein Hase könnte sprechen. Oh Gott, und die könnte dann Geschichten erzählen, wo ich dann wiederum nicht möchte, dass jeder sie weiß. Sowas wie, gestern Nacht saß die bis um 5 Uhr hier im Zimmer und hat die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als zu versuchen, irgendwie rauszufinden, wie ihr Kissen vorher lag. Weil sie das Gefühl hatte, es hat sich verschoben. Oder solche Geschichten könnte dann Issy immer erzählen und das fände ich dann auch nicht so gut. Oder einfach auch solche Sachen wie, ich wünschte mir, ich wäre unsterblich. Je, wenn man unsterblich ist, dann muss man erstens mal zuschauen, wie alle die Leute, die man mag, irgendwie um einen herum versterben. Dann, ich meine, ich weiß, ich will jetzt nicht böse klingen, aber die Welt da draußen wird jetzt nicht gerade irgendwie schöner und lustiger und entspannender und netter, also da müsste man noch mehr diese Welt, die länger die Welt ertragen, dann hätte man immer dieses Sommer-Winter-Problem und ob man dann nochmal jemanden findet, der einem so hilft wie bei mir meine Eltern. Und natürlich, man ist nicht unverwundbar, das heißt also im Klartext, man kann sich richtig fiese Wunden zuziehen, aber man stirbt einfach nicht. Das wäre auch nicht so cool. Also, Unsterblichkeit ist auch nicht unbedingt der Superwunsch des Jahres. Und über solche Sachen habe ich jetzt einfach mal nachgedacht. Nämlich, dass wir uns oft Dinge wünschen, wo wir davon ausgehen, das ist die tollste Idee aller Zeiten. Das muss unbedingt so sein. Und das ist jetzt die beste Sache, die überhaupt passieren kann. Aber wir dabei nie bedenken, dass alles Gute eben auch manchmal eine schlechte Kehrseite hat. Oder dass jedes Tun irgendwie eine Konsequenz dann trägt. Oder sowas wie, wenn du dir als Kind wünschst, ich will nie erwachsen werden, dann bist du an alle Ewigkeiten Kind. Ich meine, du wirst dann vom Geist her erwachsen, aber du bist im Körper eines Kindes gefangen. Und sowas ist dann auch nicht wirklich toll. Oder, obwohl es gibt Krankheiten, wo das dann so ist. Und das ist, die kommen, ich weiß nicht, ob man damit klarkommen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie was dazu wisst. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie das ist. Ja, oder solche Sachen wie, ich wünschte mir, ich würde größer werden. Dann frage ich mich dann immer, ja, wenn dieser Satz kommt, ich würde gern größer werden, wie groß will man denn werden? Ich finde, selbst wenn man die Wünsche genau definiert und wirklich sagt, was man genau möchte und wie man es genau haben möchte,
am Ende, wenn man alles, was man sich wünscht und alles, was man haben will, so bekommt, wie man es gerne haben möchte, weiß ich nicht, ob es einen glücklich macht oder eher traurig, wenn man dann irgendwie nichts mehr hat, wofür man irgendwie arbeiten muss, was man sich erarbeiten kann, wo man irgendwie sich verdienen kann, wo man irgendwie Mühe reinsteckt oder wo man einfach sagen kann, ja, ich habe da jetzt meinen Tag damit verbracht, habe wirklich mir, habe gearbeitet, habe jeden Schritt bedacht, habe alles gemacht und jetzt, wo ich fertig bin, habe ich was Tolles geschaffen und bin wirklich stolz auf mich. Ich meine, da fehlt einem ja auch irgendwie der Stolz auf das, was man erreicht hat. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich bin bis heute stolz darauf, dass ich zumindest 1,66 Meter geworden bin. Ich hätte auch noch kleiner enden können. Und ich bin einfach immer total stolz drauf, dass ich so gewachsen, dass ich gewachsen bin. Oder sowas wie, ich bin auch stolz darauf, dass ich eine gute Ernährung für mich gefunden habe, weil ich einfach das esse, was ich brauche und dass ich da auf mein Bauchgefühl höre. Und solche Sachen. Ich meine, wenn ich einfach mir gewünscht hätte, ich wünschte mir, ich würde mich immer genau richtig ernähren, dann hätte ich nie Rückschläge gehabt, hätte nie Versuche machen müssen, hätte nie irgendwie es anders angehen müssen, hätte irgendwie immer gleich bekommen, was ich gewollt hätte. Und ich gehöre zu den Menschen, ich finde es nichts Schrecklicheres, als wenn man im Leben alles geschenkt bekommt. Weil, naja, wenn du alles geschenkt bekommst, hast du keine Möglichkeit, irgendwie dir was zu arbeiten und deinen Charakter weiterzubilden, größer zu werden und an den Aufgaben zu wachsen. So, das war jetzt aber so richtig nach. Jetzt habe ich aber so richtig gerade so Mut-Mahn-typische Sprüche rausgehauen, aber so ist es eben. Dass alles, was wir uns wünschen, kann in Erfüllung gehen. Gut, dass meine Mutter jetzt meine Gedanken lesen kann, das jetzt wahrscheinlich nicht und. Ich kann groß sein. Aber viele Dinge, die wir uns wünschen, können in einfachen Erfüllung gehen, wenn wir daran auch unseren Teil tun. Und wenn wir uns bemühen und uns anstrengen und uns versuchen, immer weiter, ja, weiterzuentwickeln. Und manchmal wirkt es, kann sein, dass es wirkt, als ob wir Jahrzehnte, Jahrtausende brauchen. Manchmal braucht man auch länger, aber am Ende des Tages kommt es so nicht darauf an, wie schnell man etwas bekommt, sondern einfach nur, dass man es irgendwann bekommt. Autsch, mein Auge juckt. Okay, jetzt wünsche ich mir so einen Kratzer für die Augen. So wie so ein Rückenkratzer. Aber andererseits, die Rückenkratzer verkratzen die Rücken. Tja, da haben wir es wieder. Ja, manchmal hilft es auch einfach mit jemandem dann, wenn man sich wünscht, ich wünschte, du könntest meine Gedanken lesen, mit dem jemand zu reden. Weil er muss ja nicht deine Gedanken lesen, wenn du ihm die Chance gibst, das, was du denkst, zu erzählen. Und ja, das war eigentlich heute alles zu diesem Thema. Ich würde sagen, jetzt lösen wir unser Querdenker-Quiz auf. Und wie immer lese ich euch jetzt erstmal die Frage vor und werde euch dann die Antwort vorlesen. Das Thema Plastiktüten ist in aller Munde. Die EU möchte, dass dies dramatisch reduziert werden. Sind sie doch eine Bedrohung für die Weltmeere? Warum verteilt nun ausgerechnet die niederländische Eisenbahn Plastiktüten an ihre Kunden? Eigentlich sind unsere holländischen Freunde doch sehr umweltbewusst. Man denke nur an die vielen tollen Radwege. So, wie immer zeige ich euch jetzt die Frage. Spiegelt sich da gerade. Okay, und jetzt lese ich euch wie immer die Antwort vor. Hier muss man sozusagen die Lösung schon im Urin haben. Die niederländischen Eisenbahngesellschaft, niederländische Spoorwagen, nee, Niederlandse Spoorwagen, na gut, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid, hat 131 moderne Züge, die alle ohne Toilette fahren, damit die Reisegäste auch können, wenn sie müssen, gibt es die sogenannten Pinkeltüten. Es gibt eine separate Kabine, wo man die Beutel benutzen kann. Sie enthalten ein Pulver, kommt es mit Flüssigkeit in Berührung zu einem Gel wird. Ja,
Gut, das ist eklig und so viel wollte ich überhaupt nicht wissen. Also hier ist wie immer die Antwort. Das war's für diese Woche. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht mit Wünschen, die sich so erfüllen. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Nachricht auf Twitter oder Facebook schreiben oder auch an meine E-Mail, das ist diebell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss!